Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Heute geht es um Tomatensorten und zwar um ziemlich besondere Tomatensorten. Ich habe in diesem Jahr einige verschiedene hier in meinem Glasgewächshaus angebaut und heute stelle ich euch mal 8 besondere Tomatensorten davon vor. Wir werden uns die auch mal aus der Nähe anschauen und aufschneiden, also bleibt dran, denn heute gibt es ja sehr viele Tomatensorten für euch, fürs Gewächshaus und ich habe sogar 2 Sorten fürs Freiland, also unbedingt bis zum Schluss dranbleiben, denn dann verpasst ihr nicht eine dieser schönen Sorten. Ja, und genug geredet, fangen wir mal an mit der ersten Sorte. Tomatensorten gibt es ja wirklich wie Sand am Meer, aber es sind dann doch immer wieder in jeder Saison einige dabei, die besonders resistent sind oder besonders lecker und das sind dann für mich besondere Tomaten. Einige davon habe ich jetzt hier in dieser Schüssel, insgesamt 8 Stück. Die ersten 6, die ich euch vorstelle, die sind fürs Gewächshaus und fürs Freiland geeignet. Und ja, dann die letzten 2, die ich euch vorstelle, das sind besondere Freilandtomaten. Das heißt, wenn ihr kein Gewächshaus habt, könnt ihr die Sorten auch beruhigt im Freiland anbauen. Genau, fangen wir an mit der ersten Sorte und zwar ist das die Sorte Gargamel. Gargamel, schöne, ja mittelgroße, schwarz-rote Tomate. Am Anfang, ich habe sie jetzt extra einmal unreif abgepflückt. Kann ich euch hier mal eben zeigen. Ja, so sieht die Tomate aus. Ich lasse es mal ein bisschen in der nahen Perspektive. Hier grün eine Seite schwarz und die färbt dann ganz schön rot ab. Erste Sorte Gargamel. Hier seht ihr die mal in der Nahaufnahme und aufgeschnitten. Sehr tolle Tomate, aber wie sieht die von innen aus? Das ist natürlich auch immer interessant. Schneiden wir die noch einmal als grüne Variante auf. Ja, da sieht man auf jeden Fall noch nicht so stark ausgebildet, noch relativ ja, unreif. Grüne Tomaten auch auf keinen Fall essen. Aber wenn die später dann so aussehen, ist es nochmal deutlich was anderes. Gleiche Sorte, einfach nur ja, eine Weile später. Und machen wir weiter mit der nächsten Sorte. Ja, schwarz-rote oder schwarz-grüne Tomaten sind ja wirklich was Besonderes. Deswegen habe ich hier direkt die nächste für euch. Und zwar ist es die Indigo Rosé. Sicherlich eine bekanntere Sorte, aber dennoch möchte ich euch die heute vorstellen. Denn die ist nicht nur geschmacklich, sondern auch hier im Gewächshaus einfach der Hammer. Die wächst richtig gut. Und wenn man sich die mal anguckt, das ist eine klassische ja, Sherry-Tomate. Jetzt hänge ich mit dem Kabel gleich in den Tomaten drin. Genau, und diese Tomate ist das gleiche Prinzip wie bei der Gargamel. Die wird erst schwarz-grün sein, wenn sie sich bildet und dann später so schwarz-rot abreifen. Und auch die schauen wir uns jetzt mal aus der Nähe an und schneiden die mal auf. Die Indigo Rosé aus der Nähe, hier oben geht einmal dieses Schwarze rum und das ist wirklich ein großer Anteil von der Indigo Rosé. Und dann hat man hier unten eigentlich immer so eine kleine rote Stelle. Und auch hier schauen wir mal von innen. So sieht sie aus. Meine Kamera ist jetzt nicht die beste Nahaufnahme, deswegen halte ich das mal ein bisschen weiter weg. Ich hoffe, man kann es dann trotzdem gut erkennen. Weil wenn ich es hier so ein bisschen weiter ran halte, ist es doch relativ unscharf. Deswegen schaut mal hier, so sieht die Tomate Indigo Rosé reif aus. Ich lasse sie mal einmal liegen und wir holen uns nochmal die Unreife dazu. Auch einmal aufgeschnitten. Ja, das ist dann auch schon wieder ein Unterschied. Hier ist aber im Vergleich zur vorherigen Tomate der Gargamel dann im grünen Zustand schon ja, deutlich besser ausgebildet. Die ist wahrscheinlich schon etwas länger ran, aber von außen sieht man noch keine rötliche Verfärbung. Ja. Ja, und falls ihr neu auf diesem Kanal seid, ihr könnt unterm Video ganz einfach meine Videos kostenlos abonnieren. Ich gebe immer mal wieder Gartentipps und zeige euch meinen Garten. Und wenn euch das interessiert, ganz einfach unten unterm Video aufs Abonnieren drücken, dann seid ihr kostenlos bei jeder neuen Folge dabei. Machen wir mal direkt weiter mit der nächsten Tomate. Und ihr merkt wahrscheinlich jetzt schon, ich stehe auf diese schwarz-roten Tomaten, denn hier kommt gleich die dritte. Oben schwarz und unten rot, das ist ein bisschen anders als die beiden davor. Die waren ja seitlich schwarz und rot. Und das hier ist die STG Pepper, wahrscheinlich St. Pepper oder STG Pepper auf jeden Fall. Die wird auch erst grün, reift dann unten rot ab und die hat so eine ganz besondere Form. Wenn man sich das so ein bisschen ja, mit Fantasie anschaut, so ein bisschen wie so ein Herz, werden wir gleich aber auch mal beim Aufschneiden sehen. Das ist wirklich eine gute Sorte, die bei mir in dieser Saison auch sehr gut geklappt hat. Ich hatte ja gesagt, hier die Gargamel sieht aus wie ein Herz, ein bisschen mit Vorstellung. Ja gut, wenn man
sehr viel Fantasie hat, dann vielleicht sicherlich wie ein Herz. Wir schneiden die mal auf. Vielleicht wisst ihr dann, was ich meine. So sieht sie von innen aus. Sie ist jetzt noch nicht 100% reif, weil sie hätte noch 1,5 Wochen gut dranbleiben können. Aber das Fruchtfleisch, das wird so ein bisschen dunkler bleiben. Vielleicht nicht grün, sondern so ins Rotbräunliche gehen. Ähnlich wie ja, andere Tomaten, zum Beispiel die Black Cherry. Ach, man sieht hier, die tropft schon sehr viel Fruchtwasser darin. Es tropft sie nochmal. Ja, auch eine absolut coole Sorte. Jetzt machen wir mal weiter mit gelben Tomaten. Wer von euch mag gelbe Tomaten? Schreibt es mir gerne in meine Kommentare. Ja, ich weiß, die roten Tomaten sind wirklich beliebter, aber diese gelbe Tomate sieht aus wie so ein kleiner Wassertropfen und deswegen heißt sie auch Indigo Pear Drops Indigo, weil sie auch diese schwarze Verfärbung mit drin hat, wie die Indigo Rosé, die ich euch eben vorgestellt habe. Und das aber auch eine Tomate, ein echter Klassiker, diese Yellow Pear Shaped heißt sie, glaube ich, Yellow Submarine. Das sind diese gelben Birnchen, heißt sie genau auch manchmal. Und diese Indigo-Form davon ist halt ein bisschen mit Schwarz drin. Ja, auch nochmal wieder was anderes. Dann haben wir hier die Indigo Pear Drop. Auch die schneiden wir auf und schauen einmal kurz rein. Ist jetzt nicht ganz so spektakulär. Einmal so ein dicker Faden durchgezogen, links und rechts an die Samenhöhlen. Ja, dann eine der beliebtesten Tomaten, auf jeden Fall bei den Garten-YouTubern, das ist die Black Cherry. Ich glaube, jeder hat sie im Garten, egal ob es der Selbstversorger Rigotti ist oder Stefan von Stefans Hobbygarten. Von allen weiß ich, die haben die Black Cherry mindestens jedes zweite Jahr, sage ich mal, im Garten dabei. Denn das ist wirklich eine, die tatsächlich auch im Freiland funktioniert, aber im geschützten Anbau, das heißt im Gewächshaus, im Folientunnel, im Kübel, mit Überdachung, alles ist ja bei Tomaten möglich. Da ist es ja auf jeden Fall auch möglich, aber im geschützten Bereich noch mal viel besser. Black Cherry, die sieht von innen echt der Hammer aus. Einmal aufgeschnitten. Dunkelgrün, dunkelbraun, schöne Farben sind da drin. Auch die tropft richtig vor Wasser. Und solche saftigen Tomaten, fruchtigen Tomaten finde ich immer noch mal besser als diese kleinen trockenen. Also man sieht es wirklich hier auch an meinen Fingern runterlaufen. Echt eine krass fruchtige Sorte. Bevor wir jetzt zu den Freilandsorten kommen, möchte ich euch noch diese Tomate hier zeigen. Und zwar ist das die Indigo Blue Berries. Blue in dem Sinne, weil sie hier so eine bläuliche Oberfläche hat. Sie ist sehr, sehr klein. Ich halte mal meinen Daumen dahinter. Sieht schon sehr klein aus. Oder ich kann sie hier so zwischen die Hand nehmen. Das ist eine, die kleinste Tomate, zumindest von meinen 8 besonderen. Wächst hier im Hintergrund. Hat sehr hohen Ertrag und das ist einfach eine, die man auf jeden Fall mal im Garten dabei haben sollte. Die Indigo Blueberry, auch die schneiden wir einmal auf. Ich finde es oben immer so cool mit diesem, wo hier der Fruchtansatz ist. Ist dieser grüne Halm und macht immer so ein schönes Sternmuster und auch die sieht von innen eigentlich ziemlich ähnlich aus wie die Black Cherry, aber von außen ist dann doch nochmal ein Unterschied. Ja, und viele von euch, die bauen ja auch Tomaten ausschließlich im Freiland an. Deswegen habe ich jetzt nochmal 2 Sortentipps für euch, um Tomaten hier im Freiland anzubauen. Hier seht ihr meine Beetfläche. Dort haben wir in diesem Jahr auch einige Tomaten stehen. Unter anderem die Primabella. Das ist die kleinere von den beiden, die ich euch jetzt vorstelle. Eine klassische rote Cherry-Tomate, aber sehr ertragreich. Ich weiß, der Nico von Bunter Nutzgarten, kennt ihr vielleicht von Instagram, der hat die jedes Jahr und der erntet da wirklich richtig kiloweise pro Pflanze. Also das ist eine, die vom Ertrag schon sehr stark ist. Und weiter geht's mit den Freilandsorten. Die sind klassisch rot. Die sehen jetzt innen drin nicht so ganz so spektakulär aus. Das hier ist einmal die Primabella. Und damals beim Meistergärtner habe ich diese Sorte hier kennengelernt und zwar ist das die Durenia. Das ist so wirklich eine der robustesten Tomaten fürs Freiland. Etwas größer. Er ist jetzt nicht so eine klassische Cherry-Tomate, also nicht klein und rund, sondern eher so ein bisschen dicker, länglicher, quasi so ein bisschen eierförmiger. Und dann schneiden wir hier auch nochmal die Durenia auf. Ja, ich mag, dass man diese Tomaten außen rot sind und innen drin so ein
grünbraunen Glibber haben. Finde ich immer sehr gut, wenn die so fruchtig sind. Sehen jetzt optisch sehr gut aus. Ich muss zugeben, ich konnte nicht viel in diesem Video zu geschmacklich sagen, weil ich gar nicht so der Tomatenfan bin. Also ich esse kaum bis gar keine Tomaten. Und deswegen ist es für mich geschmacklich ein bisschen schwer einzuschätzen. Aber da könnt ihr sicherlich euch die eigenen Erfahrungen machen. Optisch und vom Anbau kann ich euch auf jeden Fall Tipps geben. Und das ist auch eine sehr besondere Tomate. Wie viel dieser besonderen Tomatensorten kanntet ihr schon? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare und fügt gleich eure Lieblingstomate mit an, denn ich interessiere mich natürlich auch immer wieder für neue Sorten, die ja hoffentlich besonders sind und dann auch in meinem Garten so gut und ertragreich wachsen. Schreibt sie mir gerne mal in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen, dann würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Hier kommt ihr jetzt noch zum nächsten Video von mir und hier könnt ihr Felix Hobbygarten, meinen Kanal, kostenlos abonnieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder dabei seid und ich hoffe, euch konnte dieses Video ja ein bisschen Garteninspiration für die nächste Saison geben. Bis demnächst, alles Gute und ciao!